Eine Partei will zurück an die Macht. Erstmals seit der Ära Kohl-Genscher ist für die FDP eine Beteiligung an der Bundesregierung greifbar nahe. Parteichef Guido Westerwelle verspricht liberale Politik statt Ultraliberalismus. Er verweist auf die Landesregierungen aus Union und FDP. Da ist keine einzige soziale Sicherung durchgebrannt. Im Gegenteil, da, wo wir regieren, beweisen wir, dass wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit keine Gegensätze sind, sondern zwingend zusammengehören. Eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen schließt die FDP kategorisch aus. Wir machen keine Ampel unter keinen Umständen, entweder mit der CDU und der CSU unsere Politik umsetzen oder wir lassen es und bleiben in der Opposition. Definitiv. Ich habe gesprochen, Haue. Schwarz-Gelb ist das, was wir wollen, weil es die große Schnittmenge ist. Das ist Zukunft für Deutschland. Die Schnittmengen mit den anderen Parteien sind klein. Westerwelle selbst will in einer schwarz-gelben Koalition Außenminister werden, in der Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier. Staatstragend zeigt sich Westerwelle nicht zuletzt in der Bundestagsdebatte um den Afghanistan-Einsatz. Hier geht es nicht um Parteien, hier geht es um unser Land. Und das ist es, worüber wir hier in dieser Stunde debattieren sollten. Deutschland kann besser regiert werden, das verspricht der 47-jährige Anwalt Westerwelle. Letzte Umfragen vor der Bundestagswahl sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen seiner Wunschkoalition Schwarz-Gelb und den anderen Parteien.